Stadt Filmabend, Staffel 3, Episode 10, Take 45 oder so. Ja. So, hallo, weiter geht's. Diesmal ohne Gitarre, weil irgendwie habe ich ein paar Mal versucht, was einzuspielen und das hat nicht funktioniert. Darum gehe ich jetzt gleich direkt ins Spiel. Ja, Eduard schließen. Hochzeit steht an, zum Ort springen. Okay. Oder seid ihr schon verheiratet? Nee, noch nicht. Also Markus meditiert hier draußen. Quest verfügbar. Aristokraten. So rum. Im Fadenkreuz. Okay. Ario Ereke, Freibäuerin der Fraktion Das Exodus-Imperium, möchte mit 5 höfischen Begleitern über einen Zeitraum von 20 Stunden in Filmabendhausen bleiben. Ereke und ihre Begleiter sind zu Tode verurteilt worden und brauchen eine sichere Bleibe, bis sich die Chance ergibt, die Verräter am Hofe zu beseitigen. Allerdings haben die Rivalen von Ereke die Fraktion Mechanoidennest dazu gebracht, sie zu jagen. Es werden 3 Überfälle in folgender Größenordnung stattfinden. 6 Schnitter. Also Mechanoiden sind ja diese Killerroboter. Was kriegen wir? Heiler Mechserum? Okay, Plaststahl, Mechanoid Heilserum 2-mal wäre natürlich schon schön. Aber 6 von diesen Schnittern sind, glaube ich, nicht ganz ohne. Halten wir uns nochmal offen hier. So. Ja, siehst du, jetzt haben wir auch ein bisschen Stahl hier. Wie ist das Mini-Geschütz kaputt gegangen? Das ist noch nie benutzt worden hier. Okay, Kerstin ist wach. Okay, so Kerstin mal handeln mit den groben Leuten hier. Wir können Bauteile verkaufen, wollen wir nicht. Können den Bären verkaufen für 521, das ist schon. Und den Timberwolf, die uns ja beide nur die Haare vom Kopf fressen. Die haben leider nichts zum Ausrüsten dabei, schade. Behalten wir den Bären mal. Weiß, wozu der Bär noch gut ist. Polarlicht, bla bla bla, Nacht etwas heller, okay. Kältewelle, nochmal, okay. Wann wird's denn endlich schon April hier? April, Mai. Ureinwohner der Fraktion, bla bla bla, verlassen, bla bla bla. Okay.
Wer braucht denn noch warme Kleidung hier? Minus 23 Grad. Jetzt zwei meiner Kolonisten, ja, welche denn? Nuno und Ratte. Okay, Ratte. Das sehe ich ein. Hier gibt es noch einen üblen Parker aus Schweineleder für Ratte. Mal gucken, ob das hilft. Oh nein! Warum Hunger? Was? Ach, scheiße, weil die wieder alles aufgefressen haben hier. Shit! Sowas Doofes. Meine Güte, was brüllen die da rum? Das ist ja furchtbar. Ungewöhnliche Kältewelle, ja super. Wir brauchen jemanden, der schneidert. Siehste, geht doch. Okay. Ja, wo können wir denn hier noch anbauen? Das ist ja eigentlich hier das Gebiet für die Tiere, ne? Aber ist ja momentan nicht viel los. Schiefer. Hm. Mensch, warum bist du untätig? Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass du ganz viele Sachen machst. Okay. Ja, also das mit diesem Dauerwinter ist auch irgendwie kacke. Ich meine, wenigstens die Noko-Pilze wachsen, aber scheinbar bedienen sich da die Rentiere nicht dran. Also müsste ich vielleicht noch ein Feld mit Heu oder so überdachen und dann eine Wärmedings reinstellen und so Sonnenlichtlampen. Vielleicht geht das dann. Wer weiß. Weißt du was? Nein, nicht umbenennen. Nicht Anbauzone, Lagerzone wollen wir. Und hier packen wir mal Lager, alles löschen. Und hier packen wir mal mit höchster Priorität kritisch Heu rein. So. Bevor wir noch weitere Fehlgeburten bei den Tieren haben, was irgendwie ätzend ist. Cool. So viel zu dem Stahl. Was ist hier los? Warum fehlt hier ein Stück Teppich?
Warum tragt ihr hier nichts hin? Achso, weil das auch auf kritisch ist, machen wir das mal auf wichtig. Geht doch. Siehst du, jetzt fressen die nämlich. Aber wo kriege ich noch mehr von dem Heu her? Ich glaube, ich kann hier nur vielleicht so ein. Aber wenn ich das. Was ist das hier? Das ist Heu, ne? Ja. Gut. Strukturen. Und aus Marmor machen wir mal. So, dann brauchen wir Stahltüren. Hier und hier. Dann brauchen wir Temperaturdingsies. Hier und hier. Die wir allerdings hinter einer weiteren Mauer verstecken müssen. Und dann brauchen wir hier natürlich auch Strom. Also noch Marmor, ne? Ja, Marmor ist noch übrig, gut. Sehr schön. Kältewelle ist vorbei. Okay, dann gucken wir mal, wie warm das jetzt wird. Weil jetzt haben wir schon fast Mitte des Jahres und es liegt immer noch Schnee. Das ist für unsere Anbauperiode kein besonders gutes Zeichen. Also vielleicht sollten wir uns doch auf Anbau drinnen umstellen hier. So. Cool. So, diverses Möbel, wo war das? Das war beim Möbel, okay. Hier. Wir bräuchten noch mehr Dach. Können wir noch mehr Dach kriegen? Oder? Ah, siehst du, die machen das schon von alleine gut. Wie warm ist es hier drin? 12 Grad, okay, draußen 3 Grad. Okay, die leuchtet natürlich nicht, weil es jetzt gerade Nacht ist. Was ist nun los? Überfall, das Flussbündnis. Okay. Das sieht mir zumindest nach Leuten aus, die einen nicht gleich bombardieren, sondern die noch ehrlicherweise selber ankommen und uns in die Fallen laufen. Also vielleicht ist das gar nicht so schlimm hier. Und die scheinen auch von Norden anzugreifen, da haben wir ja gerade was zur Begrüßung zusammengebaut hier. Warum
Ah, siehst du, geht doch. Okay. Sehr schön. Und hier bauen wir jetzt Heugas ab. Können sich dann die Tiere selber dran bedienen. Was haben wir denn hier für Leute? Schauen wir mal. Büffel, Bai, ein Berserker, Neam, Kabawas, okay, braunes Frettchen, Seinebjargo, Gato und Lanio, okay. Alles scheinbar auch mit niemandem verbannt. Ah, die starten ihren Angriff. Dann gucken wir mal. Dann wollen wir mal lieber die Leute, die wach sind. Dürfen hier mal Schmiere stehen. Ja. Dup-di-du. Hier rein, ne? Ja, ist klar. Oh wow, der erste liegt schon unten. Der zweite, sehr gut. Wow. Cool. Und jetzt hauen sie ab, sehr schön. Dann kann Efim den mal gefangen nehmen. Die anderen sind alle tot, ne? Leiche. 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 Alles Leichen. Okay. Sehr schön. Wo sind die hin? Hier auch noch eine. Ach, hier sind auch noch welche rein. Okay. Das habe ich ja gar nicht mitgekommen. Aber mal gut, wir haben beide Killboxen dementsprechend ausgebaut. So, dann soll... Nanu, medizinischer Notfall. Gato, ja. Wird ja gerade vermedizint, oder? Ja, Bruch und so weiter, Hypothermie, zitternd. Ist hier drin tatsächlich kalt? Nee, geht, ist 20 Grad, gut. Dann gucken wir mal, was der hier, psychisch sensibel, Stubenhocker, Fürsorge, Verweigerter. Aber super, super Bergbau. Das wäre natürlich jetzt prima auf einer Karte, wo man viele Berge hätte. Aber haben wir leider nicht. Aber der ist trotzdem nützlich genug. Den können wir mal rekrutieren. So. Ja, gut. Was ist denn jetzt los? Hier ein Lux. Toll. Bringt mir den letzten Truthahn um, das Scheißding. Ja, Truthahn 1, okay. Warum können die hier einfach reinlaufen, die Luchse, ohne dass... Und warum essen die nicht die Leichen von den Leuten hier auf? Oh, Carsten ist am Beerdigen. Interessant. Okay. So. Warum... Ist hier zu wenig... Wir haben zu wenig Strom. Scheiße.
die beiden laufen. Da müssen wir verdammt noch mal ein paar Windmühlen bauen. Das hilft ja nichts. Und vielleicht die eine oder andere Batterie dann doch. Batterien, ach, können wir noch nicht, scheiße. Ach ja. Jäger und eine Fernkampfwaffe? Wer? Ich selbst! Okay, warum habe ich keine Fernkampfwaffe? Hätte ich wahrscheinlich irgendwann noch fallen lassen, oder? Biokodiert, toll. Schwere MP, sehr gut. Ach, das ist eine Frau sogar. Okay. Eine Büßerin. Weiblich. 24 Jahre alt. Also geht so ein bisschen in den religiösen Bereich, was? So, okay. Jetzt müsst ihr noch die Stromleitung hier verbinden. Aufpassen, dass keine Bäume in den Weg wachsen hier, weil die beeinträchtigen die Leistung von den Windrädern. Warum? Oh, weißt du was? Weißt du was? Siehste, geht doch. Ja, okay. Menschenjagendes Rudel zum Ort springen. Igitt, Huskies oder was ist das? Meine Fresse, so viele Huskies. Scheibenhonig, okay. Das könnte eventuell ein Problem geben. Darum gehen die Tiere und auch die Leute mal nach innen. So. Dann gucken wir mal, was da rauskommt. Guck mal, der eine ist schon tot. Sehr gut. Die wollen jetzt hier durch. Treff doch mal!
Shit. Die anderen kommen wieder hier durch, okay. Okay, aber draußen laufen noch mehr davon. Ach du meine Güte. Sowas, sowas. Udi, wir warten einfach. Wir warten, bis sie alle sich aufgerieben haben an unserer Verteidigung. Und dann können wir immer noch. Oh, super. Dass sie alle einzeln ankommen, ist sehr praktisch. Ach ja. Gehen wir doch hier raus und schießen da schon mal ein paar ab, wa? Ah je. Sehr gut. Ach ja, tut mir auch leid, Hunde totschießen zu müssen, aber hilft ja nichts. Okay. Zwei sind da noch, okay. Supi. Tollwütige Huskies. Wer hätte das gedacht? So, dann würde ich sagen, das war's auch schon wieder für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag oder Samstag. Und ja, ach toll, super. Ja. Gut, das ist Tiere und das hier ist Leute. Gut. Und dann, wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte drückt den Dings-Button und den anderen Button auch zum Subscriben von dem Kanal und so. Und bla bla. Blablabla und schreibt einen Kommentar. Kann man ja mal machen, ne? Okay, dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.